Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skylanders Imaginators und ja, das hier ist unser erster Imaginator. Imaginator. Ich werde mir noch die Zunge daran verdrehen. Ninjudel. Ja, Ninja und Nudel. Ninjudel. So, ich habe hier das erste Level nochmal kurz gemacht. Wiege der Kreation. Ja, und wir haben alle Ziele problemlos erreicht. Nicht so wie beim letzten Mal. Wir haben diesmal keine Leben verloren und das Tempospiel haben wir auch geschafft. Und zwar nur mit Ninjudel. So, wir sollen hier alles ein bisschen erkunden und das werden wir natürlich tun. Sensei, feuerreich entdeckt. Ist das sowas wie ein Portal? So einen habe ich nicht. Schade. Sensei, feuerreich. Kann ich das trotzdem betreten? Nur ein Sensei vom Feuerelement kann dieses Elementarreich öffnen. Oh, Scheibenkleister. Schade. Schade. Ich muss einkaufen gehen. Dieser Imaginite-Tresor ist eine Fundgrube an besonderen Imaginite-Kisten, die nicht so einfach zu finden sind. Klingt interessant? Das ist es. Wow! In diesem Tresor scheint jetzt gerade eine neue Kiste verfügbar zu sein. Was für ein Zufall! Ich glitzer so schön, ne? Alles klar. Einmal öffnen, bitte. Es ist selten und es ist ein Rucksack. Ein Kühlschrank. Okay. So, hier müssen wir hin. Skylander Akademie. Betreten. Ich bin gespannt. Die könnte ich mir mal runterladen, die App. Why not? Muss ich mir mal angucken. Ah, wenn ich unterwegs Skylander... Ui! Die Skylanders Akademie. Aber wenn ich unterwegs Skylander kreiere, wer spielt dann für mich Pokémon Go? Ja, genau. Oh nein, das kann ich nicht. Der Doomlander-Angriff hat die Bibliothek in Trümmer gelegt. Oh nein. Oh, und Flynn steckt fest. Hast du Lust auf eine kleine Rettungsmission, Skylander? Falls du Flynn noch nicht kennst, das ist eine große Ehre. Zumindest laut ihm. Ja, und nur laut ihm. Alles klar, cool, dass wir hier auch wieder sind. Sehr schön. Sieht alles ein ganz klein wenig anders aus, aber hey, voll cool. Ich werde einfach mal hier hingehen und Flynn retten. Führe den Sensei-Kobold zum Gong. Kombiniere die Splitter, um eine Imaginite-Kiste zu gewinnen. Aha. Okay. Das war einfach. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Und ich liebe Ninjudel. Ich habe sie wundervoll erstellt. Sie ist schnell und flink. Und sie hat mega geile, schnelle Fernwaffen. Ninjudel ist die Beste. Die allerbeste. Hat ein bisschen was von Flameslinger. Das ist ja halb so wild. So. Und ich werde zusehen, dass ich ab der nächsten Folge Skylanders auch die Skylander bzw. Imaginator aus dem Livestream von Freitag verwenden werde. Denn das hier nehme ich gerade noch am Donnerstag auf. Ja, das ist ein kleiner zeitlicher Sprung. Da kann ich da... Nee. Doch, ich muss da hochkommen. Ui. Nee, warte. Das geht anders. Man muss es jetzt in die Mitte schieben. So. Schwupp. Erstmal alles kaputt machen hier. Hier hoch komme ich nicht, aber ich soll hier hin. Oh, an diese Bibliothek kann ich mich noch erinnern. Sehr schön.
So, her mit der Kiste. Oh, das ist eine Herausforderung. Wir sammeln mal das bisschen Zeug hier ein. Hui. Das ist mit Ninjudel doch gar kein Problem. Yeah. Her damit. Selten. Neuer Schulterschutz. Alles klar. Wow. Yeah. Hier haben wir wieder so ein Rätselding. Oh, das gefällt mir. Also, wir könnten das hoch und... Nein. Oh. Nee. Na, dann halt so. Okay. Cool. Flynn! Hey Skylander, hier drüben. Diese Bücher versperren mir den Weg. Wer hätte gedacht, dass die so schwer sind? Benutze einfach dieses praktische Ding zum Stapeln von Büchern, um eine Brücke zu mir zu bauen. Wer hätte gedacht, dass Bücher sowas auch können? Ja, krass, ne? Wer hätte gedacht, dass wir das Level nochmal wiedersehen? Feuer! Lala. Einfach mal drauf losballern. Ich breche mir hier den Kopf und kapiere einfach nicht, wie ein Buch mehr dienen kann als eine Person. Tja, das geht ganz einfach. Deshalb gehe ich nie in die Bibliothek. Riesige, extrem schwere Bücher. Lernen ist das Risiko einfach nicht wert. Ja, ja. Aber ich erwarte nichts. Wow, du hast mich gerettet. Gehen wir jetzt da raus und erzählen allen von meinen großartigen und heldenhaften Taten. Oh Gott. Und dass es mir gut geht. Aber hauptsächlich von meinen Taten. Bumm. Aber bevor wir das alles tun, wie wär's mit einem Selfie mit mir, damit du all deinen Freunden beweisen kannst, dass du Captain Flynn wirklich getroffen hast? Oh mein Gott, ja. Mann, den Mythos, das Bumm. Stell dich einfach hier drüben auf diesen Selfie-Platz. Der Selfie-Platz. Ja, Skylanders, ja. Ihr habt das versucht. Meine Waffe fliegt dir so ins Gesicht. So, Selfie. Falsche Taste. Und ich habe die Augen zugemacht. Ich bin bereit, wann immer du das perfekte Bild hast. Vorspul. Natürlich ist jedes Bild von mir perfekt. Ja, da liegt mein Stern in deiner Brust. Das ist nicht so gut. Das ist okay, ne? Ein bisschen mehr. Oh, aha. Ah, komm, wir müssen so ein Selfie von oben machen. Sonst ist das kein richtiges Selfie. Ein bisschen zoomen. Ah. Guck mal, wie süß wir sind. Wir neigen doch mal ein bisschen. So. Sind wir nicht niedlich? Ja, wir sind niedlich. Weil ich versuche noch ein bisschen so. Dass wir versuchen, ein bisschen mehr in die Kamera zu gucken. Es macht doch mehr Spaß, als ich dachte. Es macht doch mehr Spaß, als ich dachte. Dass man ein gut aussehender kann. Oh, und du siehst auch gut aus, Skylander. Aber. Du kannst dieses Selfie speichern oder versuchen, ein noch besseres zu machen? Nein, ich. Also, ich möglich wäre. Möchte das speichern. Ja, schön. Alles klar. Das war's dann. Ja, Skylander, ich weiß, dass dir vermutlich die Worte fehlen, um auszudrücken, wie groß es war, diesen gemeinsamen Moment festzuhalten. Aber keine Sorge, dein ehrfürchtiger Gesichtsausdruck spricht Bände. Mach Selfies, wo immer du magst, aber wenn du sie auf einem dieser besonderen Selfie-Platz-Dinger machst, gewinnst du etwas. Frag nicht, wieso. Nimm es einfach hin. Sehr schön. Okay. Wir sprechen mit Persephone. Mal sehen, was sie so zu bieten hat. Hallo, sehr gern. Ich bin hier, um dir neue Kräfte zu geben. Was frage ich eigentlich? Du kannst in magische Verbesserungen verwandeln. Sieh's dir an. Alles klar. Oh, können wir schon? Können wir schon? Ich habe mich bewusst hierfür entschieden, aber können wir das schon verbessern? Drücke Viereck, um 4 Sternscheiben über einen weiteren Bereich zu werfen.
Oh ja, das nehmen wir. Nein, nehmen wir nicht. Wir haben nicht genug. Ah, okay. Mal sehen. Können wir das... Oh, das ist teuer. Und das ist neu. Aber ich mag meine Schnelligkeit. Das gebe ich ungern auf. Techniken sind Kräfte, die nur... Na, schade. Und das habe ich noch nicht. Ich habe zu wenig Kohle. Du kannst deinen Skylander außerdem jederzeit verbessern. Ja. Ach, guck mal, wer da ist. Flynn, oder hast nicht? Hast du gesehen, welches Buch dieser Doomlander aus unserer Bibliothek gestohlen hat? Das habe ich. Und als dieser Doom-Dingsy diesen großen bösen Kerl gesehen hat, hat er sich ganz fix aus dem Staub gemacht. Und was war das nun für ein Buch? Irgendwas über natürliche Vorkommen von Imaginite-Splittern am Pilzfluss. Aber zurück zu meinem großartigen und heldenhaften Auftritt. Imaginite? Die Bausteine der Kreation der Alten? Eben diese! Wenn nun Chaos... Und der Pilzfluss? Ich glaube, Gil Grunt und sein Team patrouillieren gerade in diesem Gebiet. Dann müssen wir auch dorthin. Los! Okay. Wenn dem so ist, müssen wir dorthin. Oh, das Piratenset. Hat was. Okay, Skylander. Bist du bereit, die Sache durchzuziehen? Und damit meinen wir, willst du jetzt zum Pilzfluss? Ich würde eigentlich noch ein bisschen hier erkunden. Und mit L1 können wir einen Tipp aufrufen. Ach so, so ein Tipp. Oh, noch mehr Kisten. Häufig. Ein Schwanz. Was? Das könnte falsch klingen. Uiuiui. Oh nee. Das war's ja schon. Ist denn unsere Aufgabe getan, hier alles schon zu erkunden? Oder Kartenbrettbude? Uiuiui. Und ich finde das echt schön hier. Hier ist noch ein verschlossenes Level. Und ich mag es, wie Ninjoodle rennt. Ich finde das total super. Kartenbretterbude. Alles klar. Sensei-Reich, Gespenster, erkunde Sensei-Reiche auf dem Ort und entdecke tolle Ausrüstung und Stimmen für deine Imaginators. Herrlich. Oh, da hinten lächelt mich die Kiste an. Hey! Du siehst verloren aus, Fremder. Willst du lernen, wie man Kreationskampf spielt? Kann ich nur empfehlen. Geh einfach darüber. Wollte ich. Ich wollte darüber gehen. Oh, Schnecke. Dankeschön. Es scheint immer eine Schnecke zu sein. Ich dachte eigentlich... Ui. Set vollständig. Dass es da unterschiedliche geben könnte. Aber nö. Ah, hier kann man nicht hoch. Okay. Dann werden wir mal ein bisschen zocken. Du willst also Kreationskampf spielen. Aber du weißt nicht, wie man spielt, oder? Du hast Glück, dass ich, Madame Wibbleton, es dir zeigen kann. Lass uns beginnen. Alles klar. Spielen. Das ist ein Stein. Krass. Spieler platzieren abwechselnd Steine auf dem Brett. Das kennen wir soweit. Wenn das Brett voll ist, gewinnt der Spieler mit den meisten Steinen. Das ist das... Wenn am Rand eines Steins mehr Klingen sind, nimmst du den Stein des anderen Spielers. Das ist das Himmelssteine aus dem ersten oder zweiten Teil? Jetzt bist du dran. Versuch es. Alles klar. Das sind meine... Okay. Na, ich nehme einen mit einem einzelnen Pieks. Aurora! Du scheinst es langsam zu verstehen. Ich habe das von Anfang an verstanden. Ich habe deinen Stein geschlagen, Skylander. Mystike! Du scheinst es langsam zu verstehen. Ich habe es längst kapiert. So, dann nehmen wir den Stein. Gut gemacht, Skylander.
Nichts leichter als das. Du scheinst es langsam zu verstehen. Ich hab deinen Stein geschlagen, Skylander. Ich hab aber gewonnen. Meine Güte, du lernst schnell. Oder du hast das Spiel schon mal unter einem anderen Namen gespielt. Aber fordere mich ruhig nochmal heraus. Und nochmal, bis ich gewinne. Dann hör auf zu spielen. Oh, da ist aber jemand ein schlechter Verlierer. Aber sehr, sehr cool. Da geht's raus. Na, ja, ich möchte gehen. Dieses Himmelsteine kennen wir ja. Wunderbar. Ja, ich weiß, dass ich da hin soll. Ich möchte aber ganz viele Sachen erkunden. Guck mal, wie hübsch das hier ist und was es da gibt. Sensei hat euch entdeckt. Ja, warte kurz. Jetzt möchte ich sehen, was das ist. Denn diesmal haben wir einen Erd-Sensei. Ein Erd-Sensei. Oh, jetzt wollte ich schnell voranschreiten. Das hat nicht so geklappt. Ach, das ist ein... Das ist ein komplettes Level, wie es aussieht, oder... Sensei Erdreich. Nee, warte. Ach komm, wir machen's mal. Ein Skylander, den großen Sandopusten sei Dank. Wir sind in diesen Minen hier auf etwas echt Fieses gestoßen und jetzt laufen hier lauter üble Viecher rum. Du könntest nicht zufällig darunter gehen, die Viecher besiegen und uns alle retten? Hey, du kannst sogar meine beste Spitzhacke haben, um dich durchzugraben. Und falls du meinem Freund Pete über den Weg läufst, grüß ihn schön. Geh in die Mine. Alles klar. Nichts leichter als das. Toll. Achso, damit kann ich das jetzt kaputt machen, oder? Nee. Ding Dong. Ach, hier so kann ich hacken. Okay. Da ist eine Kiste. Man kann ja also auch alles Mögliche sammeln. Das ist wie so ein kleines Mini-Level. Verstehe ich das richtig? Oder wie? Hier ist ein Eis, das können wir uns ja mal aufheben. Ach so. Ach ja, wenn es sonst nichts ist. Ach so. Hier werden viele Skylander-Elemente wiederverwertet quasi in diesem Spiel. Das mit der Hacke kennen wir zum Beispiel aus dem ersten Teil auch. Spyro's Adventure. Weißt du Bescheid? Jetzt können wir da hoch. Und so sind wir in der Mine. Geh tiefer in die Mine. Na, nichts leichter als das. Das mit dem Hacken dauert ganz schön lange. Mach's so kaputt. Das geht sogar. Ich möchte kurz nochmal was nachschauen. Konnte man hier vorne irgendwas reißen? Nö. Ich wünschte, die Golden Queen wäre ein bisschen schneller. So, was machst du, Stein, da? Musst du da rein? Du musst da rein. Los, rein da. Ein königlicher Auftritt. Interessant. Hallo. Hat Diggle dich geschickt, um mir zu helfen? Mann, der ist ein wahrer Freund. Ich könnte Unterstützung beim Aktivieren dieses Blasebalgs brauchen. Hüpf einfach ein- oder zweimal drauf. Und dann drück die Daumen, dass nicht wieder irgendeine Katastrophe passiert. Oder vielleicht besser vorher schon. Level Design Skywonder... Skywonders. Hm? Skylander Swap Force? Dieses Spiel ist einfach eine Kombo aus allen Spielen vorher. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Was sagt man dazu?
Ich habe keine Ahnung mehr, wieso ich den Blasebalg überhaupt aktivieren wollte. Aber dadurch ist ein neuer Ort in der Mine zugänglich geworden. Sieh ihn dir mal an, aber vergiss nicht die fiesen Viecher in der Hauptkammer. Und dieses fiese Vieh hinter dir. Hallo? Lass das. So, da haben wir Eis. Ich bin echt gespannt, wie das hier weitergehen wird alles. Guck mal, wir können hier hoch. Ich glaube, wir müssen auch hier hoch, oder? Nee. Weiß ich nicht. Ah, hallo. Lala. Ich schnapp mir einfach mal den Seelenstein. Sehr geil. Sehr geil. Golden Queen. Golden Queen. Die Stimmen sind sehr... Naja, das hätte man besser machen können. Ui. Die Golden Queen. Die Golden Queen. Lass das alles. Vergoldet. Genau, werdet alle zu Gold. Lasst mich in Ruhe. Ja. Ja, was für ein Zufall, dass das hier ist. Dieser Seelenstein. So, warte mal. Aha, ich hab doch gesehen, dass hier was ist. Nimm den Hammer auf, um Barrieren zu durchbrechen. Ja, ich versuche es. Oh nein. Das klappt so nicht. Nein! Das wollte ich gar nicht. Nein! Ich hab nicht drauf geachtet, dass ich ja schon ins Ziel springen könnte. Mal sehen, wie es bei diesem Schloss läuft. Ich weiß nur nicht, welchen Weg ich gehen soll. Das ist ja zu einfach. Gehe ich hier einfach durch? Ah, schau mal. Wir hier bei K-Troy Stufenaufstieg. Dreh und gewinne hier im Tollradio, du attraktive Person. Drehen wir los. Touchdown. Bingo. Aha. Ja, so muss das laufen. Hey, wenn du den Sender bei Trollradio ändern willst, hau einfach auf das Ding, ja, aber schön kräftig. Das klingt total verrückt. Die Stunde des Mixtapes. Du hörst den Mix mit DJ Chill Bill. DJ Chill Bill, alles klar. Das Spiel macht Spaß. DJ Chilbe. Ich kann nicht mehr. Weil ich glaube, ich muss nochmal nach hinten. Ich hab's noch vergessen, Skylander. Als die Monster kamen, habe ich die Brücke hochgezogen, damit sie nicht aus der Kammer raus können. Um die Brücke zu senken, musst du die Holzstützen durchbrechen. Und dazu musst du die Felsbrocken hier zertrümmern, um Edelschubser zu finden, die du in die Stützen schubsen musst. Sehr ungewöhnliche Vorgehensweise, ich weiß. Hau alle Stützen um und du hast eine der wohl ungewöhnlichsten Brückenabsenkvorrichtungen aller Zeiten bedient. Ja, machen wir gleich. Ich werde jetzt nochmal in die andere Tür gehen. Pulverisierungskammer. Das ist auch da. Oh. Ich möchte kurz hier rein. Aha. Fast dran vorbeigelaufen. Mega. Ja, das nehme ich aber noch mit. Wusa. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter hier hinten. Nö. Nö. Oder?
Hier regnet es auf einmal Geld. Warum nicht? Ach, schau mal, hier gibt es tatsächlich noch mehr. Ich werde zwar das Zeitlimit hier wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich werde steinreich, du. Warte mal. Zahlen, auf die man baut kann. Ja. Kauf ich? Kauf ich? Kauf ich? Und kauf ich? Ich weiß noch nicht, welchen Weg wir gehen werden. Und das müssen wir auch erst freischalten. Ja, nice. Goldener Schmetterling! Geil! Wunderbar. Und schon ist die Golden Queen stärker. Wie viel hier einfach versteckt ist, ne? Selfie-Time! Alles klar. Falsche Taste. Selfie. Okay. Mit diesem Hammer über den Kopf, warte. Ja, perfekt. Ehre der Königin! Sehr schön. Wunderbar. Das mit den Selfies muss man da irgendwie nutzen. Also auf dem Thumbnail oder sowas. Ich glaube, ich überziehe die Folge schon wieder. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. So viel Knete. Ich kann gar nicht alles einsammeln. Also doch, könnte ich schon. Ich möchte aber nicht so viel Zeit verplempern. Gut, jetzt können wir endlich weiter. Ah, dass diese Elementartore so ein komplettes Level sind, ist schon cool. Ah, wir haben hier diese Bälle. Und die schmeißen wir alle da drauf. So, zack, 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 zack. So, rein damit. Hier, da, da, bla. Bada bam. Fußball. Ich will unangefochten herrschen. So, das Ding macht für uns ein bisschen Arbeit. Finde ich sehr schön. Wir machen mal ein neues. Bodenschätze. Da kommen noch mehr. Ich mag die Golden Queen. Man kann ganz gut mit ihr kämpfen. Natürlich kommt da noch jemand. Ja. Lang lebe die Königin. Und jetzt kann ich in aller Ruhe das Ding hier setzen. Und es greift für mich an. Ach, das ist schön, mit ihr zu kämpfen. Wunderbar. So, ein paar Gegnerwellen haben wir noch vor uns. Was machen wir hier? Den hier und den hier. Hui, du bist aber groß. Uiuiui. Das hilft nicht. Oh Gott, was macht ihr? Das sind zwei von denen. So. Uiuiui. Oh Gott. Lass dich nicht treffen. Ein bisschen Konzentration hier.
Dann müsste ja gleich hier vorbei sein eigentlich. Goldener Schmetterling! So, der eine ist kaputt und der nächste auch. Wunderbar. Kugelrunder Kuchen, du hast es geschafft. Du hast die echt fiesen Viecher besiegt und uns alle gerettet. Yay! Da wäre wohl eine Belohnung angebracht, was? Danke, dass du mir geholfen hast, Skylander. Das war eine echt große Hilfe. Jetzt bist du erstmal hier fertig, aber du kannst gerne jederzeit zurückkommen, um nachzusehen, ob du noch irgendwelche versteckten Schätze übersehen hast. Ja. Adios. Schauen wir mal. Gib mir die Erfahrungspunkte. Gut, ich darf nochmal. Goldmedaillenverdächtige Leistung. Ja, ich bin gespannt, bis zu welcher Stufe wir hier aufsteigen können eigentlich. Also der Skylander an sich, ne? Neue Aura. Oh, eine Erdelementar-Aura. Neue Boxerwaffe. Alles klar. Oh, yeah. Sind wir jetzt fertig? Ja, wir sind fertig. Geil. Direkt alles geschafft. Nice. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss. Und ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge hier noch weiter um. Oh, guck mal, eine Ratte. Eine Ratte. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Zusehen. Lass gerne einen Kommentar da und schreib mir deine Meinung zu dem Spiel, wie du es bis jetzt findest, ob du es dir auch geholt hast oder ob du es dir noch holen möchtest oder es dir wünscht, je nachdem, was auch immer. Und bis dahin. Tschüssi!